Wie der Bereich sichern, werde ich gleich sagen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Aha, Bereich sichern. Wusstest du das schon? Hm. Bombe? Nein, Bereich sichern. Bombe, ja. Bombiger Bereich. Zwei Stück davon. Doppelbereich sichern. Es gab schon eine Spezialgeisel, jetzt gibt es einen Spezialbereich sichern, fehlt noch eine Spezialbombe. 5 Stück. Bombe. Dein Müsli vielleicht. Dein Gesicht vielleicht, ja. Hab gar keins. Dinge. Vigil hat auch keins. Brauchen wir noch gar nicht zwingend. Macht eh bloß Ärger. Überwachungskameras. Und hier und da und dort. Wir müssen den Virenfahrgutbehälter schützen. Die Drohne der Gegner hat den Virenfahrgutbehälter gefunden. Seht euch mein böses Auge an! Sind noch Wände offen? Das ist nicht gut. Wir hätten eigentlich genug Verstärkungen. Noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich muss mein Begleiter. Mein wunderschönes böses Auge ist bereit. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Setze Sprengmaterial ein. Ich werfe den Köder. Wie die bösen Augen nicht ausgerichtet sind. Uah. Ganz schön eng hier. Nein, Kali, du Kackvieh. Und was ist hier bei der Küche? Hä? Das war Maestro, oder? Nee. Das klang nicht wie Maestro, aber boah, die sieht man doch nicht schon. Hat man die doch? Ah, Kameradurchfahrt. Oder nee, die ist versperrt. Der Gegner. Wow. Vielleicht von oben. Nee, Schuss kam schon von vorne. So Maestro war es definitiv nicht. Meine oben vom Fenster, so quasi. Magazinwechsel! Ach Mann, warum? Warum? Dreht er sich dann mit dem Rücken dahin, ey.
Gridlock ist da verletzt, aber... Die Gegner sichern. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Maestro, geh doch rein! Ey, jetzt spielt er mit seinem bösen Auge rum. Wo der ist? Unglaublich. Penthouse hinten, Hauptschlafzimmer. Fahrgutbehälter von Gegnern gesichert. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Na Mann, nicht runterfallen. Na, schon wieder. Mal, geht aus dem Weg. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Böses Auge bereit. Was? Oh Mann, da ist eine offene Wand. Scheiße, ey. So eine Kacke. Das ist ja offen. Die Lanze macht's kaputt. Kali vom Küchenfenster. Meine Süßen sind in Position. Ace macht auf. Ah, Kali hat mich am Serviceeingang. Diese scheiß Pappwand da, ey. Selma habe ich zerstört. Frau Frost geht aus. Ja.
Meter verbleibender Gegner. 15 Sekunden noch. Ja, Küchentür vor der blauen Bar. Hey. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Blaue Bar, Frau Voss. Sehr schön. Gut, dann gehe ich ja wieder raus. Dann gehe ich auch wieder raus. Wenn Frau Voss Kamera. Das so will. Nein! Motzi. Motzi, Achtung, Kali. Man hat es noch gehört, wie er es angebracht hat. Kannst nicht immer so wild Hallo sagen. Warum nicht? Das ist verboten. Das kostet eine Gebühr. Ist so ein Aufgangsbar schon Holz offen? Könnte jetzt dort sein. Na, da ist jemand draußen. Frau Frost, komm zurück. Oh Mann. Frau Frost war Büro draußen. Schmuck hat eine Granate weg. Wir sind in der Küche. Brauchst du es auch, Küche, Bad? Okay. Danke für die Info. Einer rennt Aquarium. Scheiße. Warden ist der letzte. Zwei im Aquarium. Eine Wand ist hier bei mir im Innenhof nicht verstärkt. Schön. Warten ist oben, Vorsicht. Der könnte hier beim Kino sein, bei der Treppe. Bin jetzt Hof. Schon der Fall. Ich fahre mir da Drohne mal vor. Im Raum selbst niemand. Den Behälter sichern. Feindliche Aktivität. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Ach komm! Neutralisiert. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Ich darf nicht mal mehr runterziehen mit der Waffe oder was? Mann! Der Hammermann ist ein Tänzer.
Er tanzt mit einem Hammer. Bestimmt so ein Traumtänzer. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Wieder Server, blaue Bar, Server. Pff. Ah, Motzi, tschüssi. Server wäre ein bisschen eng da hinten. Mhm. Haben wir jetzt noch Bombe, beide in einem Raum. Mhm. Oh, Gemüse, Pixelgemüse. Na. Mara Frau hat in Sonnenaufgangsbahn eine Kamera irgendwo unten angebracht, an dem einen Fenster, was direkt drin ist. 10 Sekunden bis Einsatz. Nicht wo die Tür und Fenster ist, sondern das andere Fenster. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Mit Läsionen rennt gerade Sicherheitsraum rum. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Okay, oh, ist ja offen. Ah, da hinten. Die Küche ist raus. Ella ist Küche gerade. Kuh und zweimal Stacheldraht kaputt. Ich habe einen Mozzi-Krams zerstört. Gut. Einer ist wieder Aquarium. Da ist Küche Bad. Scheißdreck. Niemand drin, niemand drin. Bella habe ich. Kamerafrau habe ich. Oh, jemand ist im Büro rein. Wo kommt der denn her? Da waren gerade zwei. Hinterm Tresen. Warten. Andere weiß ich nicht. Wo ist denn die Bildkamera? Was? Ja, dass sie sich immer alle wegducken können ohne Probleme, ey. Schwachsinn, ey. Wieso ist denn noch plötzlich alles so losgerannt, ey? Ich frag mich, was meine Teamkollegen hinter mir gemacht haben. Die sind irgendwie gestorben. Oder ist es vom großen Fenster Billardraum reingesprungen? Dort draußen unten rein. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Blaue Bar nicht. Mozzi, Kram. Ja? In der Küche war es schon oben zu hören. Ja, da oben, ich habe auch das Symbol gehabt. Hier schon wieder, wenn die Treppe hochkommt. Die sind ja noch zu viert. Da sind sie oben da, beim hier, Penthouse. Hier nicht hoch. Mozzi! Ja. Was? Nein, das Alter! Was bringt mir das Ding in das Gesicht? Das gibt's ja nicht, Alter.
Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Shoot, shoot, zu viert. Lademagazin. Drohne zerstört. Steck mal unten ab. Seid ihr drin? Ja. Gut, komm ich mit. Ah! Warden ist tot. Okay, ich guck Aquarium. Stoßgerät platziert. Oh Gott. Ja, und so war es einer. Gegner verbleiben. Ich gebe. Einladung angebracht. Behälter wurde lokalisiert. Mann, beweg dich doch. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Mozzi darf nicht einsetzen. Ich glaube, Bereich sichern ist eine gute Idee, wenn Geisel nicht wäre. Also, Geisel bitte. Bombe. Du liegst aber ganz schön daneben, weil Geisel ist gewünscht. Nee, Bombe. Nee. Die Benachrichtigungen fangen von vorne an zu zählen, unten links, bei der Glocke. Bei mir steht jetzt eine 2. Ubisoft hat die einfach gelöscht, Drecksäcke. Oh, war das zu viele? 172. Siehste? Da stand noch neuer Operator Ella und Sophia. Ja, zu viel. Damals, als Turm rauskam, war das. Sophia. Sophia. Yeah. Machen wir hier. Die Geisel muss erst anreisen. Nee, die Bombe. Wenn ich mir nicht Bombe wünsche, kommt doch nicht Bombe. So? Warte, dann kommt Bombe.
Nee. Du es am allerwenigsten erwartest. Diese Geiseln sind ganz schön rar. Fast schon winrar. Guck mal, Geisel, Geisel, Geisel. Sehe ich nicht. Wenn noch nicht spezial, aber Geisel. Bombe. Der Modus geht in Bombe über. Ja. In deinem Schuh vielleicht. Erst die Geisel sichern, dann Bereich sichern und dann die Bombe entschärfen. Die Geisel wird in den Bereich gebracht und die Geisel muss dann die beiden Bomben entschärfen. Sonst darfst du nicht raus. Nee, betreten. Tschüss. Ach Quatsch, die Geisel bleibt. Tschüss. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Hier nicht. Hier auch nicht. Vielleicht oben. Nein, sind sie wohl im Keller. Ja. Bist du ruhig hier oben? Ich hab keine Ahnung. Ach, die war ja im Tresor, die Platte. Der darf ja gar nicht mitspielen, der in Mitte. Der neue. Post haben wir, ne? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Mann, nicht gesehen, die ist so blöd in der Ecke platziert. Geisel gesichtet. 5 Sekunden. Sichtkontakt mit Geisel. Gebröselt. Eingeleitet. Steck mal Küche ab. Bereite einen sequenziellen Durchbruch vor. Warum machst du das? Blitz. Komm mit. Sprengladung wird platziert. Ich steck nach hinten ab. Nein, nein, nein. Warum muss denn der da aufmachen, du verdammter Wichser, Mann? Das gibt's nein, Zivir. Super, nein. Du bist so ein Vollidiot, Junge. Au. Ja, da brauchst du dich nicht hinstellen. Auch nicht so dick wie gedacht. Da ist eine Kapkamine, wollte gerade sagen, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Du warst ja noch nicht weit genug vorne.
Nur noch einer vom eigenen Trupp. Nur noch ein Gegner übrig. Blau bringt Blau um. Frostweb behind the shield. Matter. I save. Was? Wieso funktioniert denn das nicht? Was denn das? Hier geht mein Voice-Over nicht. Was ist los? Mann, diese blöden Einbindungen interessieren nicht Ubisoft. Ist das geändert irgendwie, Schmina? Weiß nicht, Tastenbelegungsbenachrichtigung gibt's nicht. Mann, dass man dann immer auch aus dem Ding geworfen wird, ey. Ich hasse das, ey. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Erdgeschoss sauber. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Nazi. Oh Gott, also. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Grünes Licht für Geisel-Evakuierung. War ich schon hier, ja. Beim Aufzug ist jemand. Oh, der trifft mich sofort. Spritzenmann. Spritzenmann, Aufzug. Jetzt nee, lebt noch. Scheiße. Im Gang. Könntest gleich durchs Fenster, wenn du zum Aktienraum guckst. Da steht jemand drin. Vielleicht siehst du schon. Steht kurz vorm Hausmeisterbüro. Jetzt Aktien, könnte rausrennen. Na. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Zwei vor dir. Kommt noch einer, Hocke. Mozi geht jetzt zurück. Er hat keine Lust mehr gehabt. Ja. Kamera ist auch noch an. Vom Aufzug kommt jetzt wieder jemand. Ist aber noch nicht vom Aktienraum. Nein, er sitzt hier direkt am Schreibtisch. Drohne fährt vor, Mozi. Mann! Eigener Druck getötet. Das gibt's doch nicht, ey. Warum ist die Steuerung für den Arsch jetzt gerade?
Wie kann man das so bescheuert machen, dass man immer rausfliegt? Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Zeit für einen wirklichen Schuss. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Geisel ist bedroht. Bereit machen. Ding funktioniert ganz normal. 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Platte nicht gut. Was ist überall hier in der Kack? Ja, schauen wir sie. Ich lade jetzt nach. Die Tür habe ich. Okay. Montagne ist hinten rot. Einer hängt noch an den Fenstern, Haupthalle. Mist, Kamera kaputt. Ich sitze auf dem Trockenen. Dann jetzt am Pieper, Kassiererbüro. IBAN haben sie. Was? Ist klar. Der Drucker geht nicht kaputt. Montagne bei der Geisel drin. Ey, was ist das denn? Der soll dir doch Schutz geben, der Drucker. Nein, hör doch auf, damit Nitro zu verschwenden, du Vollidiot! Nur noch ein Gegner übrig. Kloppt, ey. Bloß nicht auf die Geisel gucken, die Alter, super. Die Geisel super, Alter. Die kriegt er nicht mehr. Gegner haben die Geisel verloren. Was jetzt? Ist er verletzt? Nee, die Geisel ist drum. Vorbei. Stimmt. Der will den locken. Eliminiert. Ich weiß nicht, wie man so bescheuert sein kann und die Geisel außer Acht lassen. Mann, wie bitter, ey. Da steht der Kopierer vor allem, der schützen soll und das Ding bleibt stehen, aber eine Kamerafrau dahinter verletzt sich. Oh Mann, also auf sowas kann man sich auch nicht verlassen. Werde ich mir merken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.